So, hier haben wir das Lensbaby bzw. den Scout. Das ist also von Lensbaby das Objektiv mit dem Fischauge. Befindet sich hier im Objektiv. Wenn man da ran möchte und das wechseln möchte und rausschrauben möchte, einfach dann fokussieren, dass sich dann die Optik etwas hebt, wie man sieht. Dann kann man auch hier oben einfach den Objektivdeckel lösen. Das ist die Einheit, die also dann zu diesem Fischaugeneffekt führt. So sieht sie aus. Der Vorteil ist halt eben, das kann man einfach rausnehmen und dann kann man hier diese Optik auch als ganz normales Lensbaby benutzen. Allerdings ohne, dass man die Achse verstellen kann, wie man das von Lensbaby gewohnt ist. Aber immerhin, es ist halt eben noch ein normales Lensbaby, wenn man so möchte, halt eben ein starres Lensbaby. Wenn man hier nochmal irgendwie trotz Fischauge irgendwie noch ein bisschen schärfer irgendwie die Bilder machen will und aufnehmen will, dann gibt es hier natürlich auch die, wie vom Lensbaby gewohnt, diese Blendeneinsätze. Das sind einfach diese Scheiben, wo verschiedene Bohrungen drin sind, die entsprechenden Blenden entsprechen. Ich glaube, hier kann man das ein bisschen besser sehen. Ne? Und immer ein Loch in der Mitte, wie das sein muss. Blende 5,6, Blende 22 und so weiter und so weiter. Die werden dann einfach hier oben eingesetzt. Dann lässt man also einfach dann hier reinfallen mit dem Finger so ein bisschen. Kann also auch nicht auf die Optik kommen, das ist gar kein Problem. Wenn man das getan hat, dann einfach oben wieder das Fischauge einfach einsetzen und schon kann man loslegen. Wenn man das Ganze wieder wechseln möchte, weil man vielleicht ohne Blende fotografieren möchte oder einfach auch nur die Blende wechseln möchte, dann kann man hier in diesem Behälter, wo also auch die ganzen Blenden dann aufbewahrt werden, da ist ein Magnet, den hält man einfach hier rein. Und wie das am Magneten so ist, wenn da Metall dran kommt, dann bleibt das kleben und dann kann man die Blende einfach rausnehmen und kann jetzt wechseln, reinmachen. Und natürlich ist die richtige Weise, die Blende zu wechseln, die, dass man also hier die Blende auf die Magneten aufsetzt, einsetzt, Finger rein, raus und fertig. Und zum Wechseln wieder raus. Die ganzen Blendenringe, die kann man natürlich auch hier einfach dann wieder in diesen kleinen Behälter reinmachen. Da gibt es auch einen Deckel dazu. Das ist übrigens ein Deckel von der Filmdose. Ich konnte es nicht glauben, ist tatsächlich so. Sehr ökonomisch, die Jungs. Zack, hier einfach wieder den Verschluss drüber über die Magneten, damit da nicht zufälligerweise aus Versehen was anderes kleben bleibt. Und dann führt man einfach so mit sich in der Fototasche, Hosentasche, wie auch immer. Ansonsten kann man halt eben diesen Scout als normales Lensbaby benutzen. Und wie gesagt, wofür er eigentlich konzipiert ist, mit dem Fischaugeneinsatz, um Fischaugenbilder zu machen. So, das Ganze kommt natürlich logischerweise erst dann richtig in Fahrt, wenn man hier die Kamera hat, wo das auch dran gehört, in dem Fall Canon. Hier auch Markierungen einfach beachten, ein roter Punkt, hier der Punkt am Bajonett ansetzen, drehen, fertig. Was ganz interessant ist jetzt hier bei der Kamera zum Beispiel, ist ein 550D. Da kann man ja auch filmen und das ist natürlich dann auch eine nette kreative Sache, wo man einfach halt eben dann diesen Scout benutzen kann, um halt ein bisschen Kreativtechniken anzuwenden. Entweder als Fischauge oder halt eben auch ohne Fischauge als normales, aber Achtung gegenüber dem normalen Lensbaby, starres Lensbaby. Ich wiederhole das nochmal, das ist halt eben kein Lensbaby, was sich über die Achse verstellen lässt, das ist ein normales, starres Lensbaby, weil es ja eigentlich dafür konzipiert ist, dass hier mit dem Fischaugeneinsatz zu benutzen. Ja, dann legen Sie mal los. Knipsen und filmen, wie Sie möchten. Kreativität ist hier keine Grenzen gesetzt.